wird uns sogar markiert, das ist gut. Okay. Und dann wieder zurück. Hallo. WTF. Was gibt es da bitte für Basen? So. Ich soll jetzt... Oh, eine Deckenleuchte. Okay. Hey. Die Basis dekoriert. Ah, und ein schwarzes Loch betreten. Okay. Persönliche Raffinerieeinheit. Oh. Das sieht so nice aus. Das haben die richtig, richtig gut gemacht mit den Ladebildschirmen. Bis auf, dass es zwischendurch einfach mal hakt.
So. Ich glaube, ich werde jetzt Feierabend machen. Ich bin trotzdem müde. Hey, so schlimm ist das auch nicht. Der hakt nur beim Laden. Irgendwie einmal einen ganz kurzen Augenblick und das war's dann. Ja. Genau. So, genau, wie gesagt, ich würde jetzt Feierabend machen, bevor wir in das schwarze. Oh, ja, gute Idee. Ja. So haben wir jetzt unseren Speicherpunkt, glaube ich. Ja. Genau, und dann werden wir uns um das nächste Protokoll kümmern. Nicht Protokoll, sondern um den. Ah, ich muss einmal aufsteigen. Okay, eben landen. Ja, wie gesagt, dann werden wir morgen uns um die nächsten Erfolge kümmern. Oder wie heißen die? Ja. Und meine ganz starke Vermutung ist, wenn ich jetzt noch weiter zocke und ich könnte das nicht richtig genießen. Und ich glaube, ich wäre auch langsam zu groggy dafür. Aber morgen früh, in alter Frische, würde ich dann sagen, steigen wir da ein. Morgen werde ich auch definitiv früher online kommen, weil heute ist die NAS geliefert worden, der Netzwerkspeicher. Und der hat mich zu sehr begeistert und voll Zeit gefressen, was ich gar nicht machen wollte. Aber egal. Ja, gute Nacht euch allen. Danke fürs mit dabei sein und dann gucken wir uns morgen den Rest der Expedition an und dann richtig rein und ich denke mal, damit starten wir dann morgen auch direkt. Genau, und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft gut und ich denke, ich bin morgen so gegen 10, 11 Uhr dann online. Also hauen Sie rein, gute Nächtle und bis morgen dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Hallöle, schönen guten Abend. Ja, heute spielen wir ein wenig No Man's Sky, einfach mal, um ein wenig was anderes zu machen. und. Ja, mir wurde vorgeschlagen, dass ich mal die Expedition Omega mache. Ja, und da sind wir jetzt in Phase 2. Haben noch 5 Phasen vor uns. 4. Ja, mal gucken. Also, bis jetzt macht's Laune. Ja.
So, wo ist jetzt das schwarze Loch? Ich war doch in der Nähe vom schwarzen Loch. Oh, jetzt finde ich das Loch nicht. So. Cool. Webcam hat sich verschoben. Wieso verschiebt sich die Webcam? So, jetzt... Okay, das passt jetzt. Wo ist denn jetzt die...
Ist das das? Ja, ich hab's gefunden. So, ich habe jetzt mal getestet. So. Weil ich muss mal das Deckboard anpassen. Das knallt zwischendurch rein und verschiebt alles. So. Also. Freunde, auf geht's ins schwarze Loch. Mal gucken, was das wird. Ich glaube, ich bin noch nie durchgeflogen. Okay. Ups. Ja, also durchfliegen und dann ist man in einem komplett neuen Bereich, nehme ich an. Okay. Ja, also haben wir den nächsten Schritt auch schon abgeschlossen. So, jetzt nochmal eben gucken. Das sieht noch gut aus. So, schön. Vorgepackte Tarngeräteinheit. Ab in die Raumstation. Dann mal gucken. Baue folgendes, ein Wunderprojektor. Okay, ja. Und dann wären wir mal zu meiner Basis.
So. Ein Wunderprojektor, was kann der denn? Oh, ich brauche einmal Antimaterie. Okay. Okay. So. Oh Gott. Multiwerkzeug? Okay. Oh, erreiche den Treffpunkt. Okay. Oh, er will mir ein Upgrade. Frachtverzeichnis. Hey, komm. Hä? Oh mein Gott. So, nochmal. Dingsens, wie heißt es gleich noch? Upgrade für den Rucksack.
So. So, dann haben wir das Upgrade und dann können wir in die nächste Dingenskirchen. Ja. So. Das ist so kacke. Irgendwie will der den Winkel nicht kriegen. Und zur nächsten Station. So. So. Richtige Seite sogar. Also das Spiel macht nach wie vor echt hammer viel Spaß, das ist unglaublich. Okay, nicht ganz in der Nähe. Oh, war doch in der Nähe. Oh. Dann bin ich einfach mal in den Boden geflogen.